Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frontier 2. Dead Frontier. Dead Frontier? Dead Frontier. Dead Frontier. Im Krieger natürlich. Ja, weil Dead Frontier 2 zu zweit. Ja, richtig. Hallo. So gehört sich das. Das ist Phobe oder Phoebe oder Phoebe. Jacobson. Und die braucht ein bisschen Antidepressiva. Ich brauche Heilung. Und ja, ich habe ja die Hoffnung, dass es hier draußen irgendwo einen Shop gibt. Okay, wir müssen mal gucken. Ja, aber ich meine, ja, nach Quests suchen, die wir auch erreichen können, weil wir haben ja nicht mehr so viel Benzin. Ich habe eben nochmal gefunden, so. In meinem Account-Stash ist nichts. Da tue ich aber mal den, da tue ich mal den Wein rein, weil der vergiftet mich, auch wenn er mir ganze Chester, du schläfst hier ein bisschen blöd, ne? Hier, guck, hier ist doch ein Trader. Was, wo? Wieder da dran, wenn ich muss erstmal, ich gehe erstmal raus, dann gehe ich wieder rein. Okay, hier kannst du Medical suchen. Gut, er hat anscheinend nichts, aber. Vielleicht hat er Antidepressiva für Phoebe. Ach, steht ja sogar. Es gibt auch einen Trainer. Oh, ja, da kannst du deinen Skill resetten. Buying, selling, outgoing, buying. Das ist aber teuer beim Kaufen, ey. Krass. Medical. Kann ich hier was verkaufen? Was kriege ich denn so? Band-Aid. Ich guck mal, wie viel ich kriege. Ja, zieh dich ab. Davon musst du ausgehen. Wahrscheinlich. Ich kaufe jetzt die Band-Aids, weil mir bleibt ja nichts anderes übrig, sonst. Die habe ich ja. Ja, ich habe nicht genug Money. Ich brauche mal eine andere Pistole. Schrotflinte? Also, wäre auch eine Option. Ich will das verkaufen. Ich will dafür 100 für diese kaputte Hose haben. Ja, guck mal, du kriegst hier die krassen Joggen. Sell. Ja. Die habe ich bekommen. Nein, das sind Angebote von anderen. Ah. Das ist also Gesundheit. Danke. Das heißt, es ist ein Merchant Store im Prinzip, wo du das Zeug reintun kannst. Und andere können das kaufen. Also wir können jetzt von random Leuten kaufen. Das ist das, was die anbieten. Okay. Also quasi Vending Machine auf Seven Days to Die. Ja, ja. Ich bräuchte eine Gok. Weil ich habe nämlich für meine Ivanov nicht mehr so viel Munition. Ja, ich habe auch kaum Munition tatsächlich, aber ich denke mal, wenn selbst die Bandagen so viel schon kosten. Was macht denn hier die Superior? Also ich nehme an, die Stash-Ding kann jeder für sich öffnen, gell? Hast du keinen Zugriff zu dem Auto? Ja, das ist schon korrekt. Oh, das ist Vehicle. Okay. Man kann Zeug auch trashen, habe ich gesehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich was trashen würde. Scrappen. Officer Kebab? Nein, Camp. So, was sagt denn der Mission Log gerade so? Oh, hier. Das ist, glaube ich, eine fiese Aufgabe. Die gibt nämlich $285 und 485 XP. Ja, die werden wir überleben, sagst du? Und zwar wieder nach Archbrook. Dafür habe ich leider kein Benzin, nehme ich an. Ich meine, wir könnten erstmal zum Watering Hole gehen in Delboy. Und Tommy Boyle finden. Und dann, oder Beweis von seinem Tod. Und dann zu Julie Boyle zurückgehen. Das ist hier in Delboy. Das wird, glaube ich, relativ entspannt sein. Eine Gallone für $10. Krass, wie der Preis hat Unterschied. Oh, hier. Für $5. Damaged Fuel Injector. Kieran, hast du die Quest? Warte, ich kaufe mir gerade einmal Fuel. Für einen Zehner. Kauf dir mal ein bisschen Fuel. Was für eine Quest? Hier von Julie Boyle im Gang, ob wir nach ihrem Mann Ausschau halten können. Julie Boyle. Oder ihrem Bruder oder was auch immer. In welchem Gang? Hier drüben in dem Gang, hier. Ich da musst du reingehen, dann sprichst du die nette Dame an mit der Schrotflinte. Julie? Weil die Quest ist hier im Ort, also daher gehe ich mal davon aus, die ist relativ simpel. Ja, gut. Auf geht's. Gibt doch nur ein bisschen Geld, aber... Ja, aber also, mitnehmen, was geht. Richtig, man muss ja auch mal klein anfangen und es kostet uns halt keinen Sprit. Wir müssen dafür mal schauen, was in der Post so ist. Ins Wasser holen müssen wir dafür. Okay. Ist das der Ausgang? Das ist hier die örtliche Kneipe. Ich habe das Gefühl, die Maps sind alle gleich. Also direkt wieder meinst du so hinter so einem Shop oder was? Ja. Ich komme jetzt auch langsam raus. Ich habe mich verlaufen. Es ist gefährlich. Man braucht auch hier wieder einen Rusty Key.
gut, dann ist einfach immer das Gleiche halt nur. Okay. Ja, es sind drei Dudes, die mir nachlaufen. Hast du dich jetzt eigentlich ein bisschen geheilt? Ja, ich habe jetzt 57 Leben, 27 Leben statt 15. Ich loot erstmal hier. Naja. Ich laufe derweil hin, lage einmal drauf, dann laufe ich wieder weg. Dann trinke ich erstmal ein Bier. Ich bringe so. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay. Bier ist aber nur Essen, kein Trinken, ne? Ach so. Sicher? Ja. Da stand dran, 200 Punkte, also 200 Kalorien Food. So, und wieder hin. Ja, seid ihr jetzt schon down oder was? Ne, du läufst noch. Haha, du bist hartnäckig. Da kriegst du mit dem Stückchen Holz mal einen übergezogen. In Ordnung, so. Jetzt wisst ihr, was die Sache ist. Wenn ich taunten könnte, würde ich es tun. Erstmal teabaggen. Erstmal teabaggen. Oh, da ist jemand tot. Ha, ist ja ein Noob. Newspaper ad clipping. Coach Baker Fangirl. Da kommt wieder jemand. Entschuldigung, junge Frau. Sie sind unattraktiv. Oh! Oh, lauf weg. Nein! Nein! Damn, die hat mich direkt wieder geschlagen. Ja? So, haben sie es? Ja. Ich habe wieder ein schönes T-Shirt gefunden. Das ziehe ich gleich mal an. Superior-T-Shirt sogar. Zieh das mal wieder an. Ja, das habe ich auch. 2x4. Was ist denn ein 2x4? Ein Zelt. Ja, ich zieh mal das Zelt an. Zieh mal das Zelt an. Ja, wir müssen halt gucken, was machen wir jetzt? Du bist ja quasi wieder fast tot. Also ich habe theoretisch 15 HP kann ich aufwerten. Ich habe ein Burns-Kit und ein Iodin-Tablet. Ja, ich gegen radioaktive Dinge oder gegen Verbrennung. Also das ist gut, noch lebe ich ja, ne? Ja, noch. Gehen wir mal hier rüber und gucken mal, ob da... Ja, außerdem will ich ja auch mal wissen, was passiert, wenn man stirbt. Das ist so der andere Punkt. Dann bist du tot. Permadeath, sagst du? Gehen wir hier rein. Müssen wir da links reingehen? Okay. Ja, ich weiß nicht. Da hinten ist die Tür, oder? Ja, aber hier drüben ist halt noch ein Storage-Raum. Ach so, ja gut. Also war, zumindest auf der anderen Map war das ja der Storage-Raum. Oh, hier stecke ich fest. Ja, Fettshaming. Hast du jetzt davon. Und damn, nachdem ich die ganzen Dicken abgewertet habe, die hier rumlaufen. Oh, hier sind zwei Kollegen. Hallo. Den laufen, draufhauen. Vor allem kann ja einer von denen auch der Mann von ihr sein. Oder Bruder oder Vater oder. Stimmt, wir müssen ja alles töten, auch wenn's. Würden wir ihn auch töten, wenn er nicht infiziert wäre? Ja. Schon, oder? Er würde mich ja auch töten. Ich sehe kaum noch was. Oh, hier ist wer auf dem Boden. Es ist dunkel, Krian. Ich sehe das Licht langsam ausgehen. Oh. Da ist noch was auf dem Boden. Ja, habe ich geschlagen. Riecht noch. Ich habe noch zwei Schüsse, einen für dich, einen für mich. Okay, dann ist es Zeit zu gehen. Aua. Ja, du bist eine brutale Frau, bist du? Eine brutale Frau. Hast du es bald oder wart hier? So, jetzt ist er down. Also ein Level-Up wäre eigentlich ganz nett. Wie fehlt dir denn noch? Na so. 700. Oh, guck mal. Bandagen gefunden. Ja komm, ich will auch Bandagen. Gib mir auch Bandagen. Ich habe ein bisschen Benzin gefunden. Wollen wir einen Tausch machen? Benzin gegen Bandagen? Ah, ich weiß ja nicht. Weiß nicht, okay. Gut. Ja gut, warte. Wo bist du denn da? Offer Items. Offer Items. Bandage. Für 700. Da. Oh, verdammt. Lauf weg! Bin tot. Ah nein, ich lebe noch. Ich lebe noch, Kian. Ich lebe noch. Das sind zwei. What the fuck? Aua. Okay, warte. Kopfschuss. Und Kopfschuss. Das war mein letzter Schuss. Ich hab noch was im Köcher hier. So. Oh mein. Ich glaube, der geht's nicht gut, Yogi. Ich glaub's mir geht. Ich habe noch 7 HP. Also Krian. Nicht ihr. Ihr. Achso, ihr. Guck mal, wie sie da hängt. Oh, jetzt ist sie leider verschwunden. Ja, hab ich so. Ich hab mir gerade so mit dem Kopf auf dem... Hast du Scale Movie 4 gesehen? Ja.
wo dann die Cindy so ihren Boxkampf macht und dann sieht, wie der eine so ja. mit dem Kopf auf dem Stuhl knallt. So, was sah es bei der gerade aus? Gut, ich take mal deine Bandage. Ah, Bandagen healen übrigens Bleeding. Ja, das macht Sinn. Und geben dir sogar für 5 Minuten Bleeding Resistance. Das heißt, ich kann wieder in Nahkampf gehen, sagst du? Ich kann stimuliert sein. Oh, geil. Ja, hör mal auf zu stimulieren und zu simulieren. Lass uns mal weitergehen. Ja. Gut, wir gehen jetzt in die große Tür und holen uns da den Rusty Key. Ja, wenn da nicht schon Bob drin ist. Ach so, sagst du so. Tommy Boyle! Ha, da, such mal. Julie's alive. We got separated a few days ago and it assumed the worst. Tell her to stay put and I'll be there soon. Dude, du könntest auch einfach mitkommen. Da draußen ist es nicht ganz so schlimm, aber okay. Nee, bleib du mal hier drin. Julie ist jetzt... Was ist denn da Rusty Key drin? Wollen wir weiter oder wollen wir die Quest erst abschließen? Das musst du wissen. Ich esse erst mal was. Hier ist Storage. Klären hier Storage. Ich esse erst mal wieder was. Ich hab dauernd Hunger. Esst du mal was? Ah! Moment. Irgendwas lebt ich hier. Ich hör was. Ja, hier drüben. Ich hab Kondensmilch gefunden. Ja, nice. Hier, sie putze. Aufräumen, nicht schmutzig machen. Da ist noch was. Irgendwas ist hier noch. Nee, das war sie, glaube ich. Nee. Ich höre noch was. Ja, hier hinten in der Ecke. Der steht gerade auf. Los geht's. Oh. Muss hier weg. Der ist tot. Ja, sag ich doch, ich muss hier weg. So, nachher denkt noch irgendwer, ich hätte ihn umgebracht. Der geht doch nicht. Zieh mir meine Handschuhe an hier. Ich habe ein T-Shirt gefunden. Das take ich mal. Oh, DC Avatar One hat Hi geschrieben. Warte, wir schreiben auch was. Wie denn? Auf T? Hi, ja. T funktioniert. Hey, oh. Der Pujan. Wir alle freundlich sind. Wir sind übrigens hier auf dem Server Big Chungus. Okay. Einer von den zwei, die da waren. Ja gut, dann würde ich aber fast sagen, wir gehen hoch, oder? Ich meine, das hier ist ja unser... Ja, wir haben einen rostigen Schlüssel, also wir gehen da weiter. Den hatten wir beim letzten auch, ne? Ne, ich gehe wieder zurück, alles gut, Grian, wir wollen da nicht rein. Okay, tschüss. Gut, gehen wir nach Hause. Da war was Grünleuchtendes und was Gelbleuchtendes und nö. Nicht so das, was wir brauchen, glaube ich, nö. Gut, dann gehen wir zurück zu einem Polizeirevier in Delbo und sagen dem Gude. Dein Mann sitzt ein Haus weiter. Ja, guck mal hier. Ist eigentlich lustig wäre ja, wenn er direkt im Raum daneben wäre. Oder ja, willst du mal. Der hat ein Motorradhelm auf und eine Hacke. Ich will den auch schlagen. Ich habe ihm geholfen. Ich habe ihn protected. Boah, du bist krass, Alter. Ja. Ich habe einfach mal so ein Level 12 beschützt. Du bist hardcore. Ich mag dich. Okay. Er mag mich nicht. Ja gut, ich mag dich, das reicht, ja. Das muss heute mal reichen. Naja, immerhin. Wenn ihr auch den Krian mögt, dann schreibt es dem Krian mal in die Kommentare, dass ihr ihn mögt. Das ist wichtig, ja. Bisschen uplifting. Complete Mission. Es war direkt in dem Raum am Trader vorbei, gell? Ja, das ist ganz lustig, weil sie sagt, ich bin ja glücklich, dass Tommy Boyle sicher ist. Sie sagt nicht mein Bruder, mein Mann, mein Vater, mein Opa, mein irgendwas. Vielleicht ist es einfach nur ein Kollege. Der genauso heißt. Wie sie mit Nachnamen. Das ist auch geil, ihr Schatten wabert. Ich finde den Raum wieder nicht. Also du musst einfach rechts in die Tür rein. Ja, hier sind mehrere Türen rechts. Ich bin doof. Hier. Das ist die einzige Tür, die ich noch nicht getestet habe. Ich habe alle anderen getestet. Aha! That's the trick. You need to try them all. Hier, bist du das nicht? Die, nee, vor mir sitzt? Die Julie Boyle. Die genauso heißt wie er. Aber ich glaube, er... Okay, der will nicht chatten. Der hat ein bisschen Schiss. Lass mal kurz mit Harry Harmon noch reden. Ah. $37, hätte es nicht mehr geben müssen? Nö, ich glaube nicht. Das war eine relativ billige Quest. Travel to Sarah Steiner in Delbo. Oh, das könnte man machen. Lass uns das mal machen, sagst du? Ja, oder? Es ist mir noch hier und wieder so eine Dead or Alive Geschichte, quasi. Ja. Wie die letzten zwei auch. Ja, würde ich sagen, checken wir das Energie mal ab. Mein Energieverbrauch ist gerade ganz schön hoch. Ja, meine Kalorien gehen auch irgendwie. Ich hau mir Kondensmilch rein, es gibt 600 Kalorien. Ich muss mal gucken. Pure Kondensmilch. Lecker. Das hatte ich mal im Frankfurter Hauptbahnhof nachts. Du, da machen sie andere Sachen, das weiß ich. Die, achso, ja gut. Nee, wir waren irgendwie feiern und haben die letzte Bahn verpasst oder die erste oder was auch immer. Irgendwas haben wir verpasst. Und haben dann erstmal gewartet, dass Magus wieder aufmacht. Der hat dann auch aufgemacht, ein paar Burger gegönnt. Und ich hatte Bock auf einen Kaffee und da war so ein Ditch.
Bäckerei, Dingsda, Bumsda stand, ne? Und bin dahin, während ich meinen Kaffee geordert habe, der Dude war drauf, kam so ein völlig zugestonte Heroin-Junkie irgendwas und hat den Typ in ein Gespräch verwickelt, was ihm, was kaffeemäßig geht. Und währenddessen hat er ihm so eins nach dem anderen von diesen von den wie heißen sie denn? Von diesen Sahnepäckchen halt weggesoffen. Okay. Da fand ich sehr lustig. Also ich habe Munition für Waffen, die ich nicht habe, das ist ein bisschen blöd. Ja, ich auch. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Newspaper Ad-Clipping machen kann. Ich habe einfach alles ins Auto geschmissen. Wo wollten wir hinfahren? Nirgendwo. Nirgendwo? Wir laufen dahin, wo wir hinwollen. Achso, ja gut. Also. Ach, Sarah Steiner, da ist es ja. Ja, man sollte auch mal auf den Screen gucken. Deswegen habe ich das ja vorgeschlagen, weil das quasi direkt hier ist. Ja, wir müssen ja mit den leichten Quests erstmal anfangen. Die leichte ist keine Ahnung. Und irgendwas mit Level 100 oder so. Ah ja, Level 100 läuft. Hallo. Oh, hier brauchen wir einen schmalen Key und keinen. Da steht auch einer rum, das heißt, hier sollte eigentlich nichts. Ich hab ihn. Hier sollte eigentlich nichts rumlaufen. Ich habe hier in der Person ein bisschen Benzin gefunden. Okay. Keegan Paul, ist das der Bruder von Logan Paul? Gehst du gleich irgendwo Leichen filmen? Ja, ich. Ja, dem seine Schwester ist im Coppertown, ja? Erstmal Quest angenommen. Ja, die machen wir doch nicht mehr, oder? Hast du den anderen schon mit dem Small Key da? Ne, den suche ich. Ja, aber annehmen geht vor. Also, wenn man die Quest hat, ne? Iced Coffee. Ich hab Durst. Ja, muss ich trinken, komm ich nicht drum herum. Okay, Small Key ist. Ich trinke jetzt mal so einen Orange Juice. Water bringt mir 5. Oh, Eustschuss ist eine gute Sache. Ich gehe erstmal hier in die linke Ecke, links von dir. Warte, ich komm mit, ich bin auf dem Weg. Bin gleich da. Zwei Typen direkt links von der Tür. Jetzt nicht mehr. Ah, ich habe so voll verarscht, weil ich zwischen den beiden durchgegangen bin. Du bist so krass drauf. Und deswegen überleben Frauen die Apokalypse. Hast du den erschossen oder hat jetzt echt der Zombie den Zombie erschlagen? Ne, ich hab den erschlagen. Einfach immer drauf. Ach, als ob du jemanden erschlagen könntest. Ja gut, ich hab ihn zu Tode gekitzelt. Zu Tode gekitzelt. Oh, ich hab Superior Sandals. Lass mal in der Apokalypse mit Sandalen rumlaufen. Du bist aktuell eh barfuß. Sneak Speed und Walk Speed. -1 Movement. Man kann die noch 4-mal traden. Whatever. Okay. Ich wurde so oft verkauft, das kannst du nicht weiterverkaufen. Das will niemand mehr. Das ist hundertste Hand. Ah ja, hier hat sich Rosary. Ja, die hat sich ja eingesperrt. Harry is still alive. We got separated a few days ago and I assumed the worst. Tell him to stay put and that I'll be there soon. Wir können dich mitnehmen. Sichere Protection? Nein, gut. Dann loot ich erstmal alles, was du hier hast. Long live Mill. Jawoll. Orange Juice. Bisschen Milch. Also irgendwie sind die Leute hier zwar alle immer sehr, noch mehr Fuel. Sehr traurig, dass sie ihre Leute halt länger nicht mehr gesehen haben, aber sie wollen auch nicht wirklich hingehen. Das ist eher so, ja, ich gut, hab die auch lieb. Sollen wir dann die Quest direkt beenden? Ja, würde ich sagen. Da wollen wir erst nochmal ein Small Key nutzen und gucken, was da so drin ist. Okay, lass uns Small Key nutzen. Okay. Okay. Okay, machen wir. Du willst jetzt reingehen, echt töten? Ja. Okay, dann komme ich wieder rein. Wir müssen halt immer draufhauen, weiterlaufen, Krieger. Gerade draufhauen, weiterlaufen. Von links, von rechts, pass auf, ne? Du siehst, wie viel das sind. Ja. Ich habe keine Munition. Ah, ich wurde angeknabbert. Sicher, dass wir das machen wollen? Ich bin mir nicht so sicher. Der eine ist zwei Köpfe größer als ich, das gilt nicht. Krieger, die sind gerade, viele von denen sind gerade so auf deinem... Ich glaube, ich habe die erste weg. Okay. Okay. Okay, Krian, ich glaube, man kann auch zwei Hits auf einmal machen. Ja, du kannst zwei auf einmal hitten. Ja, du kannst. Du bist allein, Krian. You have died and will lose 50% of the EXP you gained since you last visited an outpost. Also, man verliert 50% der XP. Kommst du her oder bleibst du jetzt da oder? Ich bin gerespawnt im Police-Ding.
Okay. Mit einfach mal 25 Leben. Nidhel. Oh, guck mal, die haben sogar Respekt für dich. He's just a noob. So, und jetzt direkt weiterkämpfen. Lustig wäre es gewesen, wenn ich jetzt direkt danach auch gestorben wäre. Ja. Ja. Aua, 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 aua. Nur am Husten. So, kann ich jetzt meine Mission immer noch ab... Ich kann meine Mission immer noch abschließen. Also, falls man mal kein Benzin hat, töten, schwupp, ist mal zurück. Open door. Harry. Ich würde dir ja gerne antworten, aber ich kann nicht. Ich habe hier so... Also, dem Typen, der geschrieben hat, meine ich, ob wir Hilfe brauchen. Habe ich doch schon. Hast du schon? Ja. Ja, ich habe hier diesen Riesen noch gegen mich. Achso. Ich hätte geschrieben, thanks, mate, but it's fine. Ach, verdammt. Ich hätte gesagt, oh, verdammt. Gib mir all dein Leben. Thanks, mate. It's fine. Dead. Ja gut, aber du kannst jetzt auch direkt deine Quest abgeben. Du bist relativ entspannt. Okay. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz schreiben. And I'm a noob too. Ja. Sehr gut. Hättest du mir auch mal helfen können, Randy Stokes war das, mit dem wir labern müssen, oder was? Ja. Nee. Ich frag mal, ob man irgendwie XP-Sharing machen kann. Sarah Stein. Du musst hier drüben in die Tür rein, Kria. Komm mal mit. Hier, Kria. Ja, komm mal mit. Komm mal ran. Ja, komm mal ran. Und guck mal, kommst du rein, ne? Und dann gehst du zu Harry Harmon. Ach ja, richtig, da hinten der war das. Ach, es ist geshared. Okay. Ja, aber nur unter Teammates. Wir sind ja keine Teammates. Aber gut, du hast die Quest abgegeben. Ich würde sagen, wir geben auch mal die Folge ab dementsprechend. Würde ich sagen. Die ist nämlich vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Samstag 18 Uhr geht's weiter. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Tschö, Leute. I need meds. Verdammt. I need meds. Thank you.